Was hast du? Ich habe das Gefühl, dass immer, wenn etwas Gutes in meinem Leben passiert, dass ich es wieder verlieren könnte. Ich liebe dich wirklich. Was willst du? Hör auf, Sam! Zu Hilfe! Hilfe! Hilft uns denn niemand? Oh, was ist nur passiert? Ich kann dich einfach nicht vergessen, Sam. Es ist so, als könnte ich dich immer noch fühlen. Dein Problem ist, dass du immer noch glaubst, dass du lebst. Verstehst du? Wenn du was bewegen willst, musst du es mit deinem Willen bewegen. Molly, warum kannst du mich nur nicht hören? Wer zum Teufel ist da? Sie können mich hören? Hören mich, Sam Weed, sagen Sie meinen Namen. Lass mich in Ruhe, sagen Sie ihn, Sam Weed, hallo! Hallo? Ich habe eine Nachricht von Sam. Was? Sam Weed? Er bat mich anzurufen. Er will, dass Sie zur Polizei gehen. Er sagt, alles war geplant. Er wurde ermordet. Sie sagte, Sam kennt seinen Mörder. Bist du nicht mehr bei Verstand? Ich meine, was willst du der Polizei erzählen? Sie wusste Dinge, ganz private Dinge. Ich weiß von der grünen Unterwäsche, auf die Sie Ihren Namen geschrieben haben. Diese Psychopathin ist schon lange aktenkundig. Begreifen Sie denn nicht? Das ist die Wahrheit. Ich weiß einfach nicht mehr, was war es. Du darfst ihm nicht aufmachen. Mach nicht die Tür auf. Er ist ein Mörder. Warum tun Sie mir das nur an? Hören Sie, warum quälen Sie mich so? Sam ist tot. Sagen Sie ihr, ich liebe sie. Er sagt, er liebt sie. Das würde Sam nie sagen. Du musst deine ganze Wut nehmen, alle Liebe, all dein Hass. Und dann lass es explodieren. Molly! Molly, Sie sind in großer Gefahr.